Ich begrüße euch zum Teil 2 der Trainingsserie. Bei den folgenden Übungen handelt es sich um Arbeit auf der Mittellinie mit Schritt- und Trabstangen. Wir haben euch 3 unterschiedliche Möglichkeiten zum Anreiten rausgesucht, die Kia euch dann gleich mit Mucki zeigen möchte. Die Anzahl der Bodenstangen könnt ihr individuell gestalten. Wir haben uns nun hier für 4 entschieden. Über die Trabstangen haben wir die Übung etwas abgewandelt und zusätzlich Schritt- und Trabarbeit mit eingebaut. Kia kommt nun das erste Mal auf der Mittellinie. Schönes, frisches Tempo vorwärts geritten. Taktsicher über die Stangen, rechtzeitig durchparieren und ebenfalls im Takt über die Schrittstangen. Diese hätten wir vom Abstand her etwas weiterlegen können, die waren für Mucki etwas zu dicht. Wichtig ist, dass das Pferd gerade gerichtet über die Stangen kommt, an den Hilfen steht und von beiden Seiten mit euren Beinen eingerahmt wird. Ich verspreche euch übrigens, beim nächsten Mal ein Stativ zu nehmen. Shirley war auch mit und die hat mich ständig angestupst und dadurch ist das Bild manchmal etwas verwackelt. Nun kommt Kia aus der gebogenen Linie von außen. Beim geübten Pferd könnte man zum Beispiel auch aus einer seitwärts treibenden Bewegung kommen, aus dem kurz kehrt oder ähnlichem. Bei den Schrittstangen kann man zum Beispiel auch einen einfachen Wechsel gut üben, einfach weil das Pferd dort taktsicher über die Stangen gehen muss und gar nicht die Möglichkeit bekommt anzuzackeln. Hier versucht Mucki jetzt ein bisschen nach rechts auszuweichen. Kia treibt ganz gut dagegen, sodass Mucki dann doch noch die Linie halten konnte. Und nun wird das Ganze noch einmal korrigiert. Im Laufe der Einheit, finde ich, verbessert sich Muckis Trab deutlich. Er schwingt zusätzlich besser über den Rücken und zieht mehr durch den Körper durch. Dort war er das erste Mal, hat er sich jetzt so rausgehoben. Das ist aber auch kein Problem. Man bleibt danach ruhig, fängt nicht an, mit der Hand hart einzuwirken, sondern trabt einfach flüssig weiter. Das Pferd balanciert sich dann schon aus. Uns ist aufgefallen, dass Mucki sich halt ein bisschen festhält am Anfang. Deswegen sind wir dazu übergegangen, ihn im Leichttraben über die Trabstangen zu reiten. Dadurch lässt er sich jetzt deutlich besser fallen, was man auch, finde ich, sehr gut sehen kann. Die Biegung und Stellung verbessert sich im Laufe der Einheit immer mehr. Er läuft taktsicher, ist zufrieden und arbeitet sehr konzentriert mit. Ihr solltet darauf achten, dass ihr rechtzeitig die Parade gebt vor den Stangen und auch das Pferd gerade richtet. Ich packe euch die Grafik von der heutigen Übung wieder in die Dropbox und diese kommt in die Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß!